Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. So, heute möchte ich mich nochmal ein bisschen mit Farah beschäftigen. Und zwar möchte ich Färberröte suchen. Ich meine, ich hätte hier oben, hätte ich mal welche gefunden, Richtung Druidenplatz hoch. Und dann werde ich ja noch ein paar Dailies machen in Vailedale. Und ich wollte das Ganze mal nutzen, um heute mal so ein bisschen euch zu erzählen. Ich werde ganz, ganz unheimlich oft gefragt, ob ich denn nicht mal wieder streamen könnte. Tatsächlich möchte ich... Oh, das ist so herrlich hier oben. Ich freue mich so auf Seelenreiten. Das geht nämlich, passiert nämlich hier oben. Ich werde nämlich ganz, ganz oft gefragt, warum ich nicht mehr streame. Und ich möchte, wie gesagt, darüber reden, warum ich momentan nicht streame, beziehungsweise zumindest nicht hier. Oh, Camille. Haha, Camille. Denn ich werde definitiv wieder Star Stable streamen. Momentan macht mir da aber leider mein PC einen Strich durch die Rechnung. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht mitbekommen. Ich habe doch gerade größere Probleme mit der Hardware von meinem PC. Also ganz, ganz einfache Spiele, die kann ich streamen. Was war das jetzt? Ah, Färberröte. Ha, wunderbar. Die kann ich streamen, das funktioniert. Aber Star Stable, obwohl es ja eine relativ vereinfachte Grafik hat im Comic-Stil, ist für den PC doch relativ viel Rechenleistung. Erstaunlich viel Rechenleistung im Vergleich zu anderen Spielen. Und ja, damit hat leider mein PC so ein paar Problemchen. Ich hoffe übrigens, ist es okay, dass ich hier heute mal so ein bisschen so eine Daily-Folge zwischenschiebe und mal so ein bisschen darüber erzähle. Aber ich dachte mir, es passt ganz gut, weil ich heute auch wieder so unheimlich viele Fragen in der Richtung gelesen habe. Und momentan, da ich ja eben auch wieder einen Freund habe, ist meine oberste Priorität gerade, und weil ich ja immer noch die Wohnung versuche zumindest zu renovieren, ist meine oberste Priorität gerade nicht unbedingt ein neuer PC. Demnächst fahre ich mit meinem Freund nach Berlin. Da haben wir ein Personal Training gebucht bei Tobias Rothe, bei einem Personal Trainer. Kurz darauf haben wir uns 4 Tage Holland gegönnt. Mein erster Urlaub seit 13 Jahren. Dann, wie gesagt, steht natürlich auch noch die Wohnung an. Da das ASMR sehr, sehr gut angekommen ist, sehr gut angenommen wurde, wollte ich mir sehr wahrscheinlich auch mal noch ein entsprechendes Mikro, das dafür geeignet ist, besorgen. Solche Sachen stehen momentan auch an. Und ein komplett neuer PC, bis auf die Grafikkarte, die bräuchte ich nicht neu, ist natürlich schon eine Stange Geld. Nun habe ich noch was anderes im Auge, was ich mir gerne zulegen möchte, was mir dabei schon helfen wird. Und zwar möchte ich noch eine Capture Card von AVerMedia mir holen, die in den PC eingebaut wird. Meine Capture Card, die ich momentan für die Konsolen nutze, für die PlayStation und die Switch, die ist ja auch von AVerMedia. Damit bin ich sehr, sehr gut, da komme ich sehr gut zurecht. Deswegen wollte ich da auch gerne bei denen bleiben. Und ich hoffe, dass es dann wieder besser läuft. Aber das ist natürlich auch eine Stange Geld, die da anliegt. Und ich traue mich auch nicht, dieselbe einzubauen. Das heißt, ich müsste dann meinen Bruder holen. Und das möchte ich einfach gerne erst alles machen, wenn ich die Wohnung renoviert habe. Das heißt, dass erstmal kein Star Stable Stream kommen wird. Wird aber wieder kommen. Das kann ich euch versprechen. Dann wird aber auch ganz, ganz oft gefragt, weil ich streame ja momentan. Ich streame allerdings halt einfach nicht auf YouTube. Ich streame relativ regelmäßig sogar. Ich streame zum Beispiel Animal Crossing, Final Fantasy VII, Fortnite, Rocket Arena, Fortnite und Rocket Arena oder Overwatch. Die drei Spiele sogar mit meinem Freund gemeinsam. Ach nee, Goldmelisse brauchte ich. Bin ein Idiot. Da streame ich sogar mit ihm gemeinsam. Und es ist so, dass ich diese Spiele auf Twitch streame. Warum streame ich die Spiele auf Twitch? Ich mache das deswegen, weil man einfach auf Twitch deutlich, deutlich mehr Möglichkeiten hat. Ich habe vieles noch nicht eingerichtet, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber da hat man einfach so die Möglichkeit mit so kleinen Spielereien wie zum Beispiel Kanalpunkten. Das heißt, durch aktives Schauen, durch Anwesenheit im Stream, durch
Wie heißt es? Ich komme gar nicht drauf. Durchs Chatten. Ja, Chatten, das ist ein ganz, ganz schwieriges Wort. Das ist, das ist ein Picknickplatz. Dadurch verdient man sich eben da diese Kanalpunkte. Und ich muss das mal noch einrichten, dass man mich lustige Sachen machen lassen kann, zum Beispiel, dass ihr sagen könnt, hey, du musst jetzt aber was trinken, zum Beispiel. Oder was weiß ich, du musst jetzt, keine Ahnung, deppen oder solche Sachen. Wie so ein Depp. Da kann man einfach so Blödsinnsachen auch sehr, sehr gut einbauen. Und das ohne groß irgendwie was einstellen zu müssen. Und vor allen Dingen braucht ihr zum Beispiel für sowas, für diese Kanalpunkte, auch überhaupt nichts zu zahlen. Da werden einfach die Leute belohnt, die aktiv dabei sind, die viel zuschauen, die viel schreiben. Was habe ich gesagt, was ich brauche? Goldmelisse, ne? Tja. Wo habe ich die? Ich finde sie tatsächlich gerade. Ich glaube, ich muss bei Firgrove gucken. Ich habe nämlich jetzt gerade doch mal aufs Handy geschielt. Mittlerweile habe ich jetzt hier so ein bisschen schon mal alleine gesucht. Deswegen, ich wollte ja ursprünglich keine Karte nutzen. Mache ich jetzt mittlerweile doch. Ansonsten dauert es zu lang. Das heißt, ich müsste hier unten so mal gucken, beim Apfelhain. Fahren wir gleich mal mit dem Transporter hin. Lass mich jetzt abholen und dann fahren wir dahin. Und solche Sachen sind da einfach zum Beispiel ziemlich gut möglich. Dann kann ich viel, viel mehr Kategorien auswählen, was man machen kann. Eben zum Beispiel auch Just Chatting, wenn ich einfach nur mit euch quatschen möchte. Oder ich kann im Stream, ohne das alles zu stoppen, kann ich einfach sagen, okay, ich möchte jetzt, was weiß ich, ich möchte jetzt das Spiel wechseln. Ja, dann kann ich im laufenden Stream zum Beispiel den Titel anpassen, ohne dass ich alles stoppe und neu starten muss. Sowas alles ist einfach auf YouTube nicht möglich. Man merkt einfach, dass YouTube ursprünglich die Videoplattform ist und nicht die Streamplattform. Und Twitch ist einfach die Streamplattform. Man merkt halt wirklich krasse Unterschiede. Und ja, was für Vorteile einem jeweils das andere, ja, der andere Videodienst bzw. Streamingdienst eben bringt. Und deswegen habe ich mich eben entschlossen, dass ich nicht auf YouTube streame. Das hat auch noch einen Grund, und zwar der liebe YouTube-Algorithmus. Denn ihr müsst wissen, wie die Videos gewertet werden. Das heißt, ob sie anderen Leuten auch angezeigt werden. Das, ein Hühnchen. Das entscheidet sich auch sehr, sehr stark danach. Nicht nur nach den Aufrufen, die sie haben, oder nach den Kommentaren oder nach den Likes, die sie haben. Nein, ups. Das richtet sich auch danach, wie die Wiedergabezeit auf YouTube ist. Das heißt, das Schaf nehme ich jetzt nicht mit, das heißt, wenn jetzt ein Video 10, 15 Minuten lang ist und es wird 5 Minuten geguckt, dann wird ein Drittel vom Video geguckt. Das heißt, der prozentuale Anteil, wie lange es geguckt wird, ist einfach sehr, sehr hoch. Das heißt, YouTube denkt, oho, derjenige hat eine ganz gute Zuschauerbindung, scheint interessant zu sein. Also zeigen wir, ach, das ist Goldmelisse, wunderbar. Also zeigen wir den Leuten das Video eher auf YouTube, weil es scheint ja interessant zu sein. Habe ich jetzt einen Stream von einer Stunde, anderthalb, gucken die meisten den trotzdem genauso lange. Ganz einfach auch, weil viele nicht länger Zeit haben oder dann nach einer gewissen Zeit einfach gelangweilt sind und abschalten. Und das ist, sind wir mal ehrlich, bei ein und derselben Person, nur weil jetzt der Stream länger ist als ein Video, unterhalte ich ja die Leute deswegen nicht besser oder anders, hätte ich jetzt gesagt. Und wer nach 5 Minuten bei einem Video gelangweilt ist, der ist auch nach 5 Minuten im Stream gelangweilt. Das heißt, habe ich jetzt bei einer Zeit von 60 bis 90 Minuten nur 5 Minuten Watchtime, ist es natürlich prozentual gesehen richtig miserabel. Und YouTube denkt sich, boah, was ist das denn für eine Schlaftablette? Die kriegt ja die Leute überhaupt nicht irgendwie mal ein bisschen gehalten. Das kann ja überhaupt nicht sein. Also braucht man auch die Videos nicht zu zeigen und ein bisschen höher zu werten. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich auf YouTube streame,
und Videos hochlade. Dann zerstöre ich eigentlich immer meinen Kanal. Also ich würde es echt nicht empfehlen, auf YouTube zu streamen, wenn man nicht sowieso schon riesengroß ist und die Leute sowieso die Videos sehen und feiern. Weil dann hat man immer einen Nachteil. Punkt 1, man macht sich die Videos wegen der Watchtime kaputt. Und Punkt 2, hat YouTube keine Vorteile beim Stream gegenüber Twitch. Und deswegen habe ich mich eben entschlossen, auf Twitch zu streamen. Den Link zu Twitch, den findet ihr übrigens auch in jedem Video in der Videobeschreibung. Der lautet https://www.twitch.tv/cuddygaming. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer, ich werde es auch einfach mal einblenden hier an dieser Stelle. Und deswegen habe ich mich eben dazu entschlossen, dass ich auf Twitch streame. Und da streame ich eigentlich tatsächlich meistens viermal die Woche. Eine Stunde oder sogar ein bisschen länger, unterschiedliche Spiele. Und da könnt ihr dann auch dabei sein. Twitch ist kostenlos. Das heißt, ihr braucht jetzt keine... Wo muss ich hin mit dem... Jonas, Hugh, das ist alles auf Südhof. Ach, wie praktisch. Das heißt, ihr könnt euch das auf dem Tablet angucken mit einer App. Ihr könnt es euch auf dem Handy angucken mit einer App. Ihr könnt am Fernsehen mitgucken. Ihr könnt das Ganze kostenlos am PC gucken. Alles kostenlos möglich. Und, Südhof fahren, da müssen wir hin. Das heißt, ihr zahlt überhaupt nichts. Auf Twitch, nicht verwirren lassen, ist das Abo kostenpflichtig und das der Follow. Das, was hier auf YouTube das Abo ist, ist auf Twitch ein Follow. Es ist dann auch kostenlos. Das heißt, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da vielleicht mal vorbeischaut. Wann ich die Streams mache, das kündige ich auch auf Discord an. Oder es wird auf Discord demnächst angekündigt werden. Oh, immerhin 170 Schilling und 100 Ruf. Das kündige ich auf meinem Instagram-Account an. Auf SimpliCuddy kündige ich das an. Also auf dem Instagram-Account SimpliCuddy. Und ja, meistens starten die Streams so gegen 20 Uhr unter der Woche. Also wie gesagt, ich würde mich da echt freuen, wenn wir uns da vielleicht auch mal sehen würden. Ich dachte mir, ich nutze jetzt einfach mal das Video, weil ich jetzt eigentlich gerade eh nicht mit der Story weitermachen kann, was ich ursprünglich gern machen wollte. So habe ich jetzt ein bisschen Geld verdient. Wie viel haben wir jetzt? Oh, immerhin wieder 1090. Es geht langsam bergauf. So habe ich jetzt ein bisschen Geld verdienen können. Ich habe ein bisschen Dailies machen können. Und ich konnte euch vor allen Dingen auch mal aufklären, warum ich momentan... Oder warum ich momentan... Ja doch, warum ich momentan kein Star Stable streame. Und eben auch, warum ich nicht auf YouTube streame, nie wieder auf YouTube streamen werde und wo ihr mich in den Streams finden könnt. Dann wisst ihr das jetzt eben auch mal an dieser Stelle. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann ja demnächst auch auf Twitch. Würde mich auf jeden Fall total freuen. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung, ist alles kostenlos. Und dann macht's gut. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß mit dem heutigen Update. Das werden wir uns wahrscheinlich ab nächste Woche Dienstag anschauen. Ich werde jetzt zwar gerade noch kein Star Stable weiter aufnehmen, aber ich werde definitiv jetzt, bevor das Update kommt, schon den Rest der Woche aufnehmen. Vielleicht nehme ich sogar noch mehr auf, weil ich bin gerade froh, wenn ich viel im Kasten habe, weil ja eben demnächst dann der Urlaub ansteht Ende August. Also dann, macht's gut, bis dahin, danke fürs Zuhören und ja, vielleicht konnte ich euch da ein bisschen aufklären und weiterhelfen. Tschüss!